Dienstag? 15. Wenn gestern der 14. war, ist heute der 15. Gestern haben sie Video geschnitten oder Nachmittag festgestellt, dass die Videoqualität zwar 1080p ist und 60 Frames per Second haben soll, aber das Licht fehlt. Naja. Müsste jetzt durch. Was noch eine Alternative wäre mit den ganzen Kameraproblemen und Wünschen. Wäre ja jetzt eigentlich auch so ein iPhone 6S oder 6S Plus. Das nimmt ja in 4K auf. Videos in 4K, immer in 4K, war natürlich auch ein bisschen geil. Das ist das nächste Ding. Muss man jetzt drauf aufspringen, ganz sicher. Kanalvideo hat gestern auch mehr geschafft, wie ich wollte. Guck ich erst mal. Oh, was ist denn das? Wenn der Morgen schon so beginnt, wie soll ich denn das mal aufkriegen? Mann. Na klar. Scheiße. Wir haben natürlich auch so einen Rand, dass er keinen Dosenöffner mehr fest. Was mache ich jetzt mit dem Scheiß? Mit der Kombizange oder was? So ein Dreck. Mann. Der Hund ist so gierig, der beißt mir gleich ein Bein. Verletzt mich garantiert hier. Man sollte immer ein Leatherman zu Hause haben. Dieses Leatherman, wenn mir damals zurück im Kosovo-Einsatz war, gekauft. Da gab es nämlich günstig im PX-Shop. Das ist, wann war ich im Kosovo? 99. Er ist 16 Jahre alt, wie am ersten Tag. Was Glück gehabt, Cookie kostet noch zu fressen. Willkommen zum Laber-Vlog Nummer 2. Mario labert sich die Lippen vorsichtig. Wir müssen über Musik reden. Ich mag Musik sehr. Ich höre gerne Musik. Ich höre alles Mögliche an Musik. Außer Schlager, da komme ich überhaupt nie ran. Helene Fischer, ganz schlimm. Und ich habe auch immer Musik an. Also zu Hause, unterwegs, beim Gassi gehen. Jetzt natürlich nicht, weil ich aufnehmen muss mit dem Handy. Am liebsten so Indie-Kram, momentan jedenfalls. Aber auch viel Metal und Hip-Hop. Also ihr seht, alles Mögliche. Keine spezielle Richtung. Nur ist, wie gesagt, immer Musik an bei mir zu Hause. Oder ganz oft, weil ich ja auch keinen Fernseher habe. Sondern nur ein Bildschirm, wo ein Apple TV angeschlossen ist, damit Netflix gucken kann. Oder halt die abonnierten YouTube-Kanäle. So, und wenn ich also aufnehme, so wie gestern beim Kochen, dann vergesse ich auch mal die Musik auszumachen. Und dann ist mir schon einmal passiert auf YouTube, dass mir ein Video dann gesperrt wurde. Zumindest die Tonspur gesperrt wurde. Und ich musste das Video nochmal hochladen. Nur war für mich eigentlich gestern klar, dass ich, wenn ich koche, nichts dazu sage, sondern so schneide, dass man entweder sieht, was ich alles ranmache oder das dazu schreibe. Dazu schreiben war mir zu langweilig und zu viel Arbeit. Also habe ich die lassen. Nur lief da Musik im Hintergrund. Habe ich erst beim Aufnehmen gemerkt. Habe gedacht, naja gut, dann suchst du hier irgendwas bei Soundcloud raus und legst du da unter. So, dann habe ich das nachher geschnitten und mir das immer angeguckt. Ja, also ich hoffe, dass ich mit dem Schneiden so durchkomme. Und man erkennt auch, welche Musik da im Hintergrund läuft, aber ich hoffe, ich komme da durch mit. Mal sehen. Wenn die sperrt wird, muss ich nochmal machen. Ansonsten hätte ich aber eigentlich ganz gerne so ein Musikschnipsel, so ein Loop oder so, den ich immer wieder unter so Stellen unterpacken kann, wo ich nichts erzähle. Den ich so zuschneiden kann, wie ich von der Länge her brauche oder mehrmals hintereinander laufen lassen kann, der nicht langweilig wird. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe ja so ein paar Sachen schon bei Soundcloud rausgeholt für die letzten Vlogs und vielleicht mache ich das auch wieder und suche mir da einen bestimmt raus. Könnte auch Wünsche äußern. Oder noch besser wäre, wenn ein kreativer Zuschauer mir so ein Loop bastelt und mir den schickt. Wird immer unter jedem Video namentlich erwähnt, mit Link Servo und Ansporn. Außerdem wäre meine Dankbarkeit demjenigen immer sicher. Also wenn da jemand was hat, gerne zuschicken. Klar ist natürlich, dass ihr ihn selbst gebastelt haben müsst oder die Rechte an dem Loop haben müsst und nicht benutzen kann, ohne Ärger zu kriegen.
Taxi rufen. Muss suchen. Und komm. Mal aus. Komm her. Und aus. Mal aus. Aus. So ist halt. Hey.